Das war immer unser Grundsatz. Und deshalb war es unter der Regierung Schröder zustande gekommen, ein Fehler, nicht Rücksicht zu nehmen auf die Tatsache, ob jemand mit 50 Jahren hier in die Bundesrepublik Deutschland kam, anschließend nach 4 Jahren arbeitslos wurde und dann das gleiche Arbeitslosengeld erhalten hat wie ein 14- oder 15-Jähriger, der 40 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt war und Beiträge bezahlt hat. Und dass dieser Grundsatz, Leistung muss sich lohnen und wer länger Leistung erbracht hat, auch länger Leistungen erhält, im Falle der Arbeitslosigkeit realisiert worden ist, ist ganz entscheidend Jürgen Röttgers und seiner Hartnäckigkeit zu verdanken. Ganz entscheidend. Und deshalb kämpfe ich immer so massiv dagegen an, wenn so getan wird, alles was sozial ist, ist links. Nein, liebe Freunde, die realistische Sozialpolitik wird im bürgerlichen Lager bei uns in der Union betrieben. Bei uns. Wir sagen Solidarität für jeden und jede, der sich helfen will, aber nicht helfen kann. Wegen Krankheit, unverschuldeter Arbeitslosigkeit, Pflegebedürftigkeit oder Alter. Aber wir sagen umgekehrt auch, wer sich selbst helfen kann, aber nicht will, hat keinen Anspruch auf Solidarität. Das ist unsere Sozialpolitik. Und ein zweites, nur herausgenommen aus einer langen Liste von leidenschaftlicher Politik, weil darum gekämpft, ist das Schonvermögen. Wir können doch nicht als Politikerinnen und Politiker in geraden Wochen sagen, liebe Leute, spart neben der gesetzlichen Rente für eure Altersversorgung. Und dann, wenn jemand arbeitslos wird, ist das Erste, was er einsetzen muss, seine Lebensversicherung, damit er überhaupt Unterstützung vom Arbeitsamt erhalten kann. Und dass wir das wieder verändert haben und auch weiter verändern und verbessern wollen, dass jemand, der selbst Vorsorge gemacht hat, im Sinne unserer Grundüberzeugung, Eigenverantwortung und Solidarität sind ein Geschwisterpaar. Auch das verdanken wir Jürgen Röttgers, der auf dem CDU-Parteitag durchgesetzt hat, dass das Schonvermögen wieder in größerem Umfang berücksichtigt wird. Das ist dein Verdienst, lieber Jürgen. Und deshalb ist Leidenschaft nicht eine Floskel, sondern ist in der heutigen Politik etwas ganz, ganz Notwendiges, dass man für Überzeugungen steht, für sie kämpft und sie auch durchsetzt. Und Jürgen Röttgers ist einer dieser Typen. Und es ist nicht verkehrt, wenn es in der Politik Typen gibt, die man unterscheidet von anderen Typen, liebe Freunde. Jürgen Röttgers ist einer davon. Und er ist verlässlich. Ein Mann, ein Wort. Ich kann mich erinnern an eine der Besprechungen, die immer im Vorabend des Bundesrates mit der Kanzlerin stattfinden, wo Jürgen Röttgers am Anfang ziemlich alleine stand. Das liegt jetzt nicht Jahre zurück, sondern wenige Wochen. Mit seiner Position, Kolleginnen und Kollegen, schaut euch mal die Situation der Kommunen in Deutschland an. Denen brechen die Einnahmen weg. Wir haben ihnen immer mehr Aufgaben übertragen. Wir müssen also bei all den Schwierigkeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise auch die kommunalen Interessen berücksichtigen, weil es wenig Sinn macht, wenn wir als Bund und Länder Konjunkturprogramme auflegen und aufgrund der Finanzschwäche der Kommunen ein Vielfaches dessen an Investitionsmöglichkeit bei den Kommunen wieder wegbricht. Ein Anwalt der Kommunen, liebe Freunde. Ein verlässlicher Anwalt der Kommunen, weil er sich nicht reduziert hat mit dieser Analyse, sondern gesagt hat, wir müssen jetzt Bund und Ländern gemeinsam darüber reden, wie können wir die Kommunen finanziell stärker ausstatten, damit sie wieder Investitionen tätigen können. Nach dem alten Prinzip, auch aus der christlichen Soziallehre, übertrage einer größeren Einheit nichts, was eine kleinere Einheit genauso gut erledigen kann wie unsere Kommunen.
Und jetzt, liebe Freunde, verhandeln Bund und Länder im Zusammenhang mit den Unterkunftskosten bei Hartz-IV-Beziehern über eine höhere Beteiligung des Bundes an diesen Unterkunftskosten der Gemeinden. Das ist ein verlässlicher Anwalt für die Kommunen, ein verlässlicher Anwalt für bildungspolitische Interessen. Liebe Freunde, wer hätte etwas dagegen, dass wir mehr Akademiker, mehr Elite, mehr gut und best ausgebildete Menschen haben? Das ist in der Tat der größte Schatz fürs ganze Leben. Aber ich habe immer dagegen gekämpft und du warst da immer an der Seite, lieber Jürgen. Bildung nicht zu reduzieren auf die akademische und Allgemeinbildung, sondern nie die berufliche Bildung aus dem Auge zu verlieren, weil wir sonst eines Tages nur noch Menschen haben, die wissen, wie es geht, aber ausführen kann es niemand mehr. Und liebe Freunde, da wird dann auch die Frage des gegliederten Schulsystems sehr bedeutend. In Bayern gehen ein Drittel der jungen Menschen auf die Hauptschule. Und ich sage unserer Bevölkerung immer, vor allem auch den Pädagogen, bedenkt einmal, was bei diesen Menschen und in deren Familien stattfindet, wenn sie pausenlos von der Hauptschule aus Restschule hören. Liebe Freunde, diese jungen Mädchen und Buben sind begehrte Arbeitskräfte in der bayerischen Wirtschaft, wie hier in Nordrhein-Westfalen auch. Und wir müssen auch in diesem Wahlkampf deutlich machen, wenn ein Drittel der jungen Leute auf eine Hauptschule gehen, wie sie dies empfinden müssen, wenn sie pausenlos hören und lesen, dies sei eine Restschule. Nein, liebe Freunde, in einer humanen christlichen Gesellschaft gibt es keine Restkinder, über die man so reden darf. Und da warst und bist du ein verlässlicher Anwalt einer vernünftigen, einer realistischen, auf die Vielfalt der Talente, die uns der Schöpfer mitgegeben hat, rücksichtnehmende Bildungspolitik. Am schlimmsten ist der Einheitsbrei. Liebe Freunde, es gehört einfach zur Realität. Ich könnte jede Woche und jeden Tag beim FC Bayern München mit trainieren, aber ich wäre trotzdem kein Bundesligaspieler, liebe Freunde, weil mir das Talent fehlt dazu. Und so müssen wir endlich mal begreifen, dass wir nicht alle Menschen gleich machen können, sondern jeden individuell nach seinen Talenten, die ihm der Schöpfer gegeben hat, bilden und fit machen fürs Leben.